wir haben beim letzten Mal die Grind-Session gemacht mit Song Request. Genau. Wo ich eigentlich basically nur im Kreis gerannt bin, die Auto-Battles laufen hab lassen und ihr mich mit Musik zu bombardiert habt. Ja. Ja, mehr haben wir nicht gemacht. Das heißt, wir können heute weiter hoffentlich in das Gebiet gehen, in dem wir letztes Mal so hart auf die Grenze bekommen haben. Der ist so ein Unmensch, deine Mods leben auf dem Dachboden, im Sommer sterben die da alle an Hitschlagen. Ja, ist mir aufgefallen, dass nur Lance von den Mods da ist. Die alten davor, die sind halt alle weggestorben, deswegen habe ich jedes Jahr einen neuen Mod. Im Winter oder halt so, ja, nach dem Sommer wird ein neuer Mod ernannt. Und der kriegt halt dann auf dem Dachboden einen Hitzschlag. Und ja. So. Zeit abzutreten. Nix da, Lance. Mod, hier Mod zu sein, ist eine Lebensaufgabe. Wo ist denn die Karte? Da. Oh Gott. Nee, Baba am Sack. Ich habe gerade ganz kurz Braham gelesen. Das ist ein Guild Wars 2 Charakter. Da wollte ich schon sagen, um Gottes Willen, die will ich hier nicht. Nein, Baram, danke für den Follow. Gott, wenn Braham hier followen würde. Bitte nicht. Gerwagen. So ist das richtig. Genau. Ah, Gerwagen. Da, jetzt habe ich nicht geguckt. Können wir da hinporten? Bestimmt. Grübigen, doch. Alles gut. Lance, wenn, solange noch kein Sommer ist. Nee, bis zum Sommer muss er noch schuften. Dahin habe ich mir einen neuen gesucht. Und hallo Anonym, wunderschönen guten Abend. So. War der Kameraausschnitt immer schon so nah rangezoomt? Warte mal, wie sieht unsere Party eigentlich aus? Also erstmal eine 48er muss rein. Zum Leveln. Bitte waren gerne dabei. Fran und Ash waren meine Ranged, ne? Mit Balthier. Dann möchte ich das jetzt eigentlich als Party, glaube ich, haben, oder? Der Charakter heißt Braham. Bedank dich bei Hans.o und 1 Euro für Sturmmasken. Jetzt danke nochmal für 1 Euro. Und 3 Euro für Sturmmasken. Werd bald Sturmmasken-Mogul. Der Aussatz zum Mod-Dasein ist die Shotgun am Ende des Raumes. So schlimm ist es jetzt auch nicht, aber. Moment. Achso, das ist ein Zwischenpart. Ach, hier war der Boss, ne? Ja. Guten Morgen, sagt er. Bist du gerade erst aufgestanden? War das letztes Mal schon da? Moment. Ein bisschen her das letzte Mal, ne? Kann ich nicht hoch. Das sieht aus wie aus Breath of the Wild. Das Ding, wo die Tropfen dann aufs, den Schickerstein fallen. Genau, Mod hier zu sein. Das ist wie Ehe. Lance, du bist an mich gebunden. Bis dass der Tod uns scheide. Und dein Tod wird halt auf dem Dachboden sein. So, ja, Orientierung. Da oben ist eine Karte und ich verlaufe mich trotzdem. Der Wahnsinn. So. Level 45. Wir sind jetzt drüber sogar. Wir sollten doch jetzt eigentlich gar nicht so viel Schaden machen. Warum nicht? Er wurde ja, und das war das Problem. Das Wildern. Das ist mir nämlich nie aufgefallen. Das Wildern kein kein XP gibt. Das heißt, ich krieg zwar erfolgreich mehr Loot, aber ich deny mir selbst die XP. Ja, das ist blöd. YouTube und Twitch wird ja aktuell von Palworld beherrscht. Ja, so ein klein wenig. Was habt ihr denn eigentlich alle so? Genau, das Goldamulett. Du brauchst das ja aktuell nicht. Du bist nicht aktiv. Dann kriegst du einfach einen Reif hingeworfen. Du bist aktiv. Ihr beide seid aktiv, ne? Nee, Ash ist nicht aktiv. Fran ist aktiv.
So, Franny Fran. Bisschen das Ding Gold. Amulett verdoppelt die Lizenzpunkte verdoppeln sich, genau. Du hast es und du hast den Reif. Passt das? Warte mal, du hast 907. Ja. Nee. Ah, je. Du hast nämlich so viel. Dann machen wir das so. Das ist einfacher. So. Weil ich hätte 3 Goldamulets. Ich hätte 3 Goldamulets. Soll ich Analyse casten? Ja, weißt du was? Komm. Penelo war das andere ist, ne? Wir kommen eh langsam an den Punkt, wo wir die 3 haben können, wusste ich nicht mal mehr. Dann müssen wir uns ins Gambit gehen. Ne? Packen das mal nach unten. Wo ist sich selbst? Wie das geht. Wo ist sich selbst? Nicht doof? Ach, das sind noch. Wie castet man das auf sich selbst? Analyse. Ich meine, der ist einfach mal an. Wie habt ihr alle Analyse? Wieso habt ihr denn alle Analyse? Hä? Ach, keine Ahnung. Das schon stimmt. Ja. Verseucht. Ja, mein Problem ist, Palworld interessiert mich erstaunlicherweise nicht. Es müsste mir aus der Theorie, aus der reinen Beschreibung des Spiels, müsste es mir richtig gefallen. Aber irgendwie tut's das nicht. Die ganzen Kreaturen sehen super aus. Richtig, richtig klasse. Mega. Also feiere ich richtig. Analyse. Sehr gut. Aber alles andere interessiert mich so null und schreckt mich sogar eher ab. Oh nein, da kommt noch einer hoch. Warte mal, wenn ich auf... Ja, wir haben noch... vierfachen Forward drin. Das will ich nicht. Ich möchte... hier doppelten. Den Vierfachen haben wir zum Grinden benutzt. Aber in dem Vierfachen kann einfach zu viel passieren. Ich möchte ein bisschen die Kontrolle eben drüber haben, damit ich rechtzeitig einschalten kann. Deswegen ist mir doppelt actually lieber. Guck mal, da waren wir noch nicht. Jetzt gehen wir da lang. Oha, Dave, so früh on. Ungewohnt, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Hallo, Sia. Ach, das ist ja eigentlich schon... Eigentlich ist das eine späte Zeit. Okay, aber gut. Dienstag und Mittwoch ist halt immer von Haus aus später. Oh. Okay. Mithril-Golem. Blitzer. Nee, lass das mal. Hm. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Ja, der Skill da oben, weiß nicht. Den hätte man umbenennen können. Hm. Mit dem Lurk, mach Essen. Da gibt Lasagne. Mmh. Freue mich darauf, ein halbes Jahr lang Weißwein abzukochen. Für eine Lasagne Weißwein abkochen? Habe ich noch nie Lasagne gemacht. So, was ist das? Archaische Apparatur. Hühn. Was soll schon passieren, ne? Irgendwas passiert? Du bist ein Schatz. Eine Schärpe. Ui, toll. Warte, ich guck mal auf die Minimap. Ändert sich dadurch ein Weg? Warte mal. Das ist jetzt... ja. Nee. Was macht das? Für die Bechamelsoße. Macht doch kein Weißwein dafür. Bin ich hier runtergelaufen? Ja, das kam von oben. Stimmt schon.
Meine Orientierung wieder. Furchtbar. Ja, wenn es nicht besser wird mit der Hand, dann geh zum Arzt. Weil bei deinem Beruf, wie du geschrieben hast, du musst heben. Und wenn Hand nicht geht, ist heben schwierig. Nein, wieso hast du den Sturz? Und wie heilt man Sturz nochmal? Mit Regena, ne? Halt die aber selber. Das passt dann schon. Vielleicht haben wir sogar nur Weißwein mit Mehlschwitze. Na. Kannst du auch anders machen. Da fliegt jetzt irgendwas. Ich weiß halt nicht, was ich da für Knöpfe drücken muss. Nee. Ich will keine. Nee. Oh nein, der wird nerven, ne? Ja, Talaboten. Warte, ist scheiße. Werden wir geheilt? Danke. Diese blöden Elementare. Überall, wo wir die treffen. Oh, jetzt natürlich. Ja, komm, töt den. Was macht er denn jetzt hier? Blödes Fliegeviech. Ich sehe nichts. Wir machen mal langsam. Warum lebt der denn noch? Der lebt noch? Er ist tot. Warum funktioniert hier nichts? Danke. So. Hallo, Neon. So. 40. Wie viel hat der? Hat 48.000 HP. Dann ist ja alles respawned, bis wir den mal down haben. Also was? Wir laufen weg. Warum ist ein Elementar so ein Stück Scheiße? Nein, der kommt mir hinterher. Warum kommt man denn dir hinterher? Nein. Für den Schatz. Nimm den Schatz. Oh, hör auf, Analyse, du kannst das looten. Ne, etwa, naja. Da unten ist nisch. Wir laufen jetzt vor dem weg. Das gibt's doch nicht. So. Mann! Kann man auch mit Mehl, Butter und Milch machen. Ja, so kenne ich die wahrscheinlich. Den müssen wir jetzt noch... Analyse. Ach, Fran hat auch Analyse, oder wie? Moment, wo ist denn Analyse? Für sich selbst Analyse. Das ist im Fight sau unwichtig. Wenn ich es im Fight brauche, dann mache ich es selber. Ich habe Bechamel nur mit Mehlspitze und Lorbeerblättern. Das arme Lorblatt. Das hat sich gerade von dem Endivi erst entwickelt. Und dann klaust du ihm die Blätter. Das ist nicht okay. Oh, Butter und Milch. Sicher das Milch und nicht einfach nur Wasser? Aber irgendwie Mehl? Genau, man sagt ja immer die Becher Mehlsoße. Haben wir immer gesagt. Ja, ich habe einen Kochunterricht. Da war ich sogar halbwegs gut. Ich wollte halt danach auch was Anständiges zu essen haben. So. Was ist das hier eigentlich? Wir hatten ja schon mal die Referenz, dass das hier der hohe Rat aus Star Wars ist, aber... Keine Sorge, Dev. Das Lorblatt kann Wachstum, das Blatt wächst nach. Schön. Also mit Mehlschmitz und Butter, Milch, Pfeffer und Muskat. Das klingt eher nach Kartoffelpüree. Ich hätte gerade einen Ausruf. Oh, hier ist der Loot. Ich habe den nicht gesehen hier so mittendrin. Königsmoorbohle? Nein, ein Vivian. Hallo, Vivian. Ach so. Bin gebildet. Meine Eltern kochen nur sehr gerne fancy. Ist doch jetzt nichts Schlechtes für dich. Ja, mal schauen wegen der Hand. Ist besonders nervig, weil ich nicht gut putzen kann. Die Stange putzen meinst du am Abend vom Einschlafen, ja.
Blöd, wenn die so dreckig ist. Oder WoW spielen. Ja, das ist, WoW ist eh nicht so wichtig. Siehst du? Da guckt mal. Bestes Beispiel. Warum MMOs mit Abo-Modell schlecht sind. Da hast du unverhofften Unfall. Die Hand ist kaputt. Da kannst du dann nicht mehr spielen. Aber das Abo läuft. Dann mache ich den gegen Stopp. Habe ich den Spell Go? Kauft euch Guild Wars. Also holt euch Guild Wars umsonst. Oder halt kostenlos. Nur die DLCs kosten halt einmalig. Ich weiß nicht, ob das Stopp hält. Ja, tut's. Sehr gut. Und ihr habt keine Abo-Kosten, die dann unnütz bezahlt werden. Seht ihr? Deswegen MMOs ohne Abo-Modell. Aber Chaos sagt doch, Final Fantasy 14 ist toll. Ja, das, sie ist geblendet noch. Das lernt die noch. Sie findet ihren Weg zurück. Wie so ein Schäfchen. Das kurz mal auf Reisen geht, aber am Abend dann trotzdem wieder zurück in den Stall kommt. Super Vergleich. Und Guild Wars 2 ist eben Jesus. Wegen das verlorene Schäfchen. Ich bin schon still. Live Pro Tip: Don't play MMOs. Save money and time. Ja, aber dann hast du ja keinen Spaß gehabt im Leben. Und dann liegst du auf dem Totenbett, Feathers, und denkst dir, hoch, hätte ich doch nur mal Guild Wars 2 gespielt. Hätte ich doch nur auf Dave gehört. Ich hätte so viel mehr Spaß in meinem Leben gehabt. Ach ja. Dann ist es zu spät. Seht ihr, Herbst, ich sag's auch. Guild Wars 2 ist immer Liebe. Und ist immer sogar in Caps. Ha? 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 Ich schätze, ich muss da lang. Okay. Der Weg bleibt aber jetzt, oder? Der geht jetzt nicht weg, sobald ich hier weg bin. Ha. Ich kann mich nicht mehr an dieses Gebiet erinnern. Also gar nicht. Wir haben uns ohne Abo-Modell. Hört euch Destiny 2. Holt euch kein Destiny. Destiny ist echt den Bach runtergegangen. Aber es war mal gut. Ich habe Destiny 2 sogar auch mal im Stream gespielt. Das war richtig gut. Ich hatte da richtig Spaß mit. Er hat zwar nicht so ganz verstanden, was ich da tue, weil ich es sehr, sehr casual gespielt habe. Aber ich hatte Spaß. Aber ja, was man so über Destiny 2 gehört hat oder generell... Ja, Auftrag nicht verstanden. Palia runtergeladen. Okay. Herbst hat keine Ahnung. Die schaut auf Stroh-Dave. Stroh-Doof-Dave. Du auch. Das heißt, ihr teilt euch einen Geschmack. Wenn ich euch besiege, geht dieses Siegel auf, nehme ich jetzt mal stark an. Eiswach. Warum haben diese Golems diese ganzen coolen Sprüche? Ich will auch. Der sagt, er würde nicht mit Guild Wars 2 aufhören, weil er dann 10.000 Stunden wegwirft. Das sind ganz klar Anzeichen von Stockholm-Syndrom. Nein! Ich habe mir da was aufgebaut. Ich bin sogar kurz vor 13.000 Geld im Spiel. Da ist viel Zeit und Energie reingeflossen. Damit ich diesen Status habe, den ich jetzt habe, dass ich einfach im Spiel sagen kann, was, irgendwas kostet Geld? Was, irgendwas kostet viel Geld? Aha, I don't care. Ich habe mir den Status eines Superreichen erarbeitet, der einfach Geld auf seine Probleme werfen kann. Und Probleme einfach keine Probleme mehr sind. Und das ist schön. Das ist keine Ahnung. Also würde ich sagen, wach, meine Villa und meine Firma, die verschenke ich jetzt einfach. Nee. Ich mach dich jetzt auf? Geht das Ding jetzt auf? Nee, nicht. Aber wetten, ihr könnt zu mir her
Eine magische Barriere blockiert den Weg. Es muss eine Möglichkeit geben, sie aufzuheben. Ja, no shit. Toll, wir stehen da und wollen kämpfen, können aber nicht. Sehr, super. Ein spaßiges Spiel mit beschissener Monetarisierung. Destiny, ja. Meinem Totenbett bin ich eher... Das ist weg, ich kann noch nicht rausscrollen. Ich werde das nochmal schreiben. Irgendwas mit Sonic und Mario sehe ich noch, aber das ist die untere Hälfte von der Nachricht. Gegen wen kämpfen wir denn? Okay, gegen den. Hier, der läuft woanders hin. Dave ist Jeff Bezos von Guild Wars 2. Nein, das ist Guild MM. Ich bin eher dein Chef. Der wohlhabend genug ist, dass er sagen kann, mir doch egal. Ich habe online auch verschiedene Wege manchen gekauft. Also Lowe bleibt bis zum Ende. Und nehme es erst raus, wenn es mit Salz und Pfeffer und Muskatnuss gewürzt wird. Ja, kochen, ne? Ich kann essen. 30 Minuten sind um, Dave. On point herbst die. Ja, ja, komm. Ich muss denken. Also auf meinem Totenbett bin ich eher, verspricht mir, dass Dave alle Sonic und Mario Spiele durchspielen muss. Nein, nein. Dann hast du ja nichts mehr davon. Wo ist denn dann da noch der Sinn dahinter, Ferris? Nein. Das wäre Verschwendung. Ich warte einfach dann damit, bis wir beide in der Hölle sind. Da muss ich sowieso dauernd Mario und Sonic spielen. Bis in alle Ewigkeit. Und zwar auf dem Controller, den man Gästen oder seinem kleinen Bruder gibt. Kriegt nicht den Player 1 Controller. Die sind ja brav Bescheid gesagt. Ja. Was ist das hier? Was muss das hier? Ich verstehe das nicht. Außer, dass wir uns hier runterkämpfen. Und ich ab und zu mal irgendwelche Schalter betätige. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, dass ich die Schalter betätige. Wahrscheinlich wird der Boss von dem Gebiet einfach jedes Mal stärker mit jedem Schalter, den ich betätige. Und ich weiß es einfach nicht. Und die Entwickler lachen sich halt einfach jedes Mal kaputt, wenn irgendjemand das Spiel streamt. Schauen sie zu, guck mal, er ist an der Stelle, er ist an der Stelle. Dann machen sie in der Firma eine riesen Party und feiern dann. Die so, er hat wieder einen Schalter gedrückt. Ja, geil. Und der Fall wird noch schwerer für ihn. Jetzt hat er schon 4 gedrückt. Und so weiter halt. Das ist... Kann ich mir vorstellen. Ich wäre so ein Entwickler. Bill Gates von Guild Wars 2? Nein, auch nicht. Gut kochen macht Spaß und ist zumindest für mich gefühlt einfach. Dave, aber essen kann ich auch. Ich kann auch gut kochen. Ich kann sogar echt wirklich gut kochen. Kochen ist nicht schwer. Wenn man sich wirklich absolut stumpf 1:1 an Rezept hält, dann wird ein Essen immer gut. Also wirklich immer. Ich habe ein Filet Wellington mal gemacht. Mehr oder weniger einfach aus just for fun. Ich habe einfach nur ein Rezept rausgesucht und habe das einfach stumpf nachgemacht. Und das war richtig, richtig gut. Wurde mir auch von anderen bestätigt. Weil wie war der Vergleich? Es schmeckt, als hätte man einem Engel den Flügel ausgerissen und den gebraten. So wurde es beschrieben. Also no joke. Von daher, ich kann schon gut gucken. Ich hasse es nur. Vor allem, weil du danach halt einfach 100 Jahre aufräumen musst. Du hast dich richtig geil vollgefressen. Und dann sollst du aufräumen und putzen? Ja, ne. Wer lesen kann, kann kochen. Quasi. Verwirrter Dave, größer Rage Dave. Ja, aber auch als Rage Dave bin ich verwirrt. Das mit dem Verwirrt ist ein Standardzustand. Nein, Franny Fran. Nein, 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 nein. Ich hab's gesehen. Mach Regener auf dich selbst. Mach's dir selbst, Fran. Mach's dir selbst, dass es dir besser geht. So. So, hab ich den denn schon gedrückt? Nee, ne? Einfach mal drücken. Ist immer noch nicht, was ich hier drück. Passiert irgendwo anders was. Da fliegen Steine, oder? Warte mal, da fliegen Steine in der Luft. Oh no. Oh nein. Nein, 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 nein. Das ist der große Stein, ne? Oh Gott, nein. Ich weiß, wo wir hingehen. Oh nein. Es gibt ein Gebiet. Kleiner Spoiler.
Das ist ja einfach ein großer schwebender Stein, in dem innen drin quasi ein Dungeon ist. Das Problem ist, die Map ist nicht sehr ersichtlich und hochlaufen kann auch bedeuten, dass du unten rauskommst und umgekehrt. Also links abbiegen heißt nicht, dass du auch den linken Weg gehst. Also, das kann sein, dass du hinten wieder rauskommst zu der Tür, durch die du gerade reingekommen bist. Und das ist ein bisschen verwirrend. Und das in meinem Zustand. Warte mal, hier. Achso. Ja, muss eine Möglichkeit geben. Bla bla bla. Warte, wir kommen von da hinten. Ja. Und wenn das der ist, der Stein da unten, dann kommt das bald. Das heißt, ich werde hier stundenlang hin und her irren. Damals, als ich das gespielt habe, ich bin einfach so lange irgendwie kreuz und quer gelaufen, bis ich halt einfach zufällig am Ausgang war. Ich habe nicht verstanden, wie ich da gezielt durchkomme. Ich bin einfach immer kreuz und quer abgebogen. Irgendwann war ich am Ausgang. Ich versuche diesmal wenigstens zu verstehen, was ich hier tue. Dev, ich komme am Wochenende vorbei, um das zu probieren. Du kochst dann das Filet. Nein! Du kochst dir selber. Ich habe Bekannte, die haben sogar Probleme, Fertigessen zu machen. Hä? Wie? Das ist wirklich, also bei Fertigessen ist ja wirklich, solange du lesen kannst, kannst du Essen machen. Und dann gehst du hier wieder hoch. Warum sind die Barrieren eigentlich nicht eingezeichnet? Ah, warte, da oben muss noch eine Steuerkonsole sein, nehme ich mal stark an. Deswegen sind noch nicht alle aktiviert. Gehen wir da hinten durch? Warte mal, aber da war doch gesperrt vorhin. Na, es gibt ja diese Sonderwege anscheinend, die auftauchen können. Was hast du da für einen Buff, actually? Courage. Der Buff sagt mir nichts. Was macht ein couragierter Gegner? Macht er einfach nur mehr Schaden? Dem Icon nach würde ich ja sagen. Ja, ich habe Leute gesehen, die nicht mal wissen, wie ein Dosenöffner funktioniert. Ja, bei diesen neumodischen Dosenöffnern, die man nicht mehr oben reindrückt, sondern seitlich aufmacht, da bin ich auch jedes Mal verwirrt, obwohl ich selber so einen habe. Dann will ich den jedes Mal oben rum machen und denke mir, hä, wieso geht das nicht auf? Das sind halt Menschen, die, ja, so sind wie ich. Um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, was ja auch schon quasi ein Insult ist. Kein da. In den Ofen rein bei maximaler Temperatur und entweder sehr weich, genau richtig, oder immer knusprig rausholen. Was? Dose? Mit Folie in den Ofen oder Pfanne. Rausnehmen steht nicht überall dabei. Ja gut, dann. Deswegen kaufe ich nur Dosen mit so einem Öffnungsding dran. Ich bin einer dieser Menschen, für die Dosenöffner erfunden wurden. Es ist der Wahnsinn, wie oft ich diese scheiß Flasche da oben abreiß. Und dann einfach da sitze mit, auch mit einem Energy oder so, oder irgendwas. Also sogar da passiert mir das ständig. Oder ich weiß, ich mache eine neue Packung irgendwie Salami auf oder so und reiß halt ab, hab das Eck, an dem du es aufmachen sollst, in der Hand. Aber der ganze Plastikding ist noch zu. Dann steche ich halt einfach mit dem Messer immer drauf ein. Was soll ich denn sonst machen? Ich will ja mal essen. Das ist. Ich hasse diese Mechaniken. Ich muss einfach zerstört werden, damit ich an mein Essen komme. So, und da oben ist jetzt auf einmal offen. Nee, dauert noch, bis wir da oben kommen. Ja. Kann ich den noch pullen? Kommt der mit dann? Ja. Warum gehen wir jetzt auf den? Nicht angegeben, wir gehen auf den mit den niedrigsten. Gemach, verdammt. Schlaf. Okay, du zauberst Medica, das ist gut. Aber Gemach geht dadurch nicht runter. Ja, Gemach könnten wir damit Hass heilen. Den Spell haben wir aber noch nicht. Meh. Das ist blöd. Ein Aegis-Schild. Schilde benutze du, mein Lieber. Magie. Kein Attribut. Negiert Leben.
würde 10 Reflex verlieren. Aber Magie-Reflex 50, was auch immer das bedeutet. Was ist Reflex? Dave, machst du mir was zu essen? Ich hätte gerade nicht mal Pizza da. Also, eher schwierig. Weil ja, da oben ist weg. But why? Zwei Optionen. Wir sind jetzt eben wieder oben an der Stage gleich. Wir können den ganzen Weg nochmal runterlaufen oder jetzt den Rückweg hier. So, ich möchte die drei machen wir jetzt einmal noch. Und das Gatter da oben ist weg. Von Double Speed. Ich glaube, da wir jetzt alle aktiviert haben, sind diese Barrieren weg. Das heißt, wir können auch einfach nach unten gehen. Was hast du denn jetzt alles? Leben, Konfus, Schlaf, Inner... Ha? Ja, einfach alles. Ja, meine Party ist gerade unfähig zu arbeiten. Kann sie aber auch nicht tauschen. Sie sind alle drei rot. Jetzt kann ich tauschen. Das meinte Milchi mal mit, Mobbles können super ätzend werden. Ah! Nur Stopp. Ja. Medica? Will nicht ein Heilmittel verbrauchen. Ich muss ein Heilmittel verbrauchen. Habe ich noch was für Stopp vielleicht? Na, halt und Stopp! Bonus-Träne! Warum machst du das Allheilmittel? Wenn nur mit dem Allheilmittel können wir Virus heilen. Ach, hör doch auf zu zaubern jetzt. Nein, ich möchte Basch doch rausziehen. So, warte mal. Penelope. Nein, bleib nicht draußen. Müssen sie noch heilen? Nee. So. Alle Heilmittel waren. Nein, kein Atoxi. Ja, bei so vielen Stuff lohnt sich das alle Heilmittel halt deutlich mehr. Da ist auch Virus dabei sogar, sehe ich gerade. Wirklich. Einfach jeden Debuff im Spiel rausholen und draufwerfen. Ach komm, wir nehmen die Gruppe einfach noch ein bisschen. Das wird schon passen. Hm, toll, jetzt will ich aber euch mich nicht mehr bekämpfen. Ihr seid ja richtig doof. Da Mundgeruch. Da ist Mundgeruch. Geht in die Zelle putzen. Ja, 10er-Serie. Warum bin ich im Knast? Ich bin im Knast? Nein. Warum ist das Seife gewesen? Ach so. Mit Seife heilt man den Zustand Öl. Weil dieser Channel sehr schmutzig ist. Das ist auch richtig. Zumindest unser Humor hier. Aber dann ist nur Chat schuld. Ich war früher eine reine Seele. Wie mit Pavol gewaschen. Und dann kam Chat. Ich war früher anders. Und warum gibt es hier einen öligen Zustand, damit du besser brennen kannst? Die Gegner hauen erst Öl auf dich und hauen dann Feuerskills hinterher. Für Bonusschaden. Guck mal, Herbst, die denkt schon wieder so versaut, ja? Damit es besser flutscht. Herbst, und Ferros macht mich besser. Game. So, Moment. Wo war denn diese andere Barriere jetzt? Jetzt haben die schon wieder Stopp drauf. Hm. Hm, da. Ja, ja.
Genau, und das hier wäre für Virus. Aber da nehme ich dann einfach dies, das Allheilmittel. So, das war jetzt für Wahn. Dann queuen wir das aber gleich. Nein, nein, Dave. Du denkst versaut. Ellie meinte nur, dass du besser umsliden kannst. Die Gelenke der Rüstung sich besser bewegen können. Ja, ja, ja. Natürlich. Absolut. Immer noch bei Seife das Trauma von Phasmo, wo mich der Weihnachtsmanngeist killt. Der Weihnachtsmanngeist. So, jetzt ist er offen. Okay, passt. War meine Theorie wichtig. Da war noch mal ein kleines Kind, wo ich im Gefängnis in der Dusche was liegen sehe. Dann aufher bemerke, es ist Seife und naja, dann stand er hinter mir. Hm, eingeölten Hang runter. So schnell kamst du noch nie unten an. Boah, was sind denn für Nervviecher? Zweimal Gemach. Ich sehe den Hate auf die Viecher langsam. Oh. Du beschützt einen Schatz. Hier ist nicht mehr. Ich töte dich trotzdem. Die sind eigentlich schon cute. Diese fliegenden Dämonen. Oder? Dämonenschweif. Wede ist nicht wertvoll. Gemach, Sturz. Wieso hast du denn Sturzwahn? Ich bin hier richtig bestürzt darüber. Wir gehen noch. Wo sind die cute? Hey, guckt ihr die doch an. Ja, welche kleine süße Teufelchen. Mit einem Dreizack oder so. Oder halt einer Lanze, mit der sie dich pieksen. Ich finde die richtig cute. Also, warte. Da guckt ihr den doch an. Oh, meine Cam noch weg, Schnur. Könnt ihr den besser anschauen? Ich finde den richtig cute. Den in halb so groß? Als kleinen Hausgeist oder so? Wäre ich voll dabei. Mein Loot. Ich möchte meinen Dämonenschweif. Der findet die nur cute, weil sie mit der Lanze an Lance erinnern. Genau. Nur gemacht drauf. Das ist okay. Achso, jetzt muss ich euch wieder besiegen, damit da die Special Treppe kommt. Verstehe. Helfen mag ich auch Mr. Slam Junior. Ja, das ist ja auch ein witziges Spiel. Ich gehe jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht, Yellow. Herbst die Redeemed Witz. Naja. Ihr seid gerade relativ lieb. Kann euch mal einen geben. Oh, steigen deine HP. Hast du noch Regina auf dir drauf? Interessant. Wir sind eh bei den Furchtbaren. Die könnt ihr umsonst haben. Die Breite an der Spitze ist dichter geworden. Denkt dran, wir sind bei Fußballer-Zitaten. Steht leider nicht dabei, wer das gesagt hat. Der ist heute richtig lieb zu uns. Nein, ich habe den Witz vorgelesen, das ist überhaupt nicht lieb. Das ist eigentlich ziemlich gemein euch gegenüber. Von lieb kann da keine Rede sein. So, und da kommt jetzt wieder. Wenn der tot ist. Keine komische Treppe. Hier? Aber da leuchtet es grün. Ich kann aber nicht bis runter gucken. Ha. Warum jetzt? Egal. Hat der gratis einen Witz vorgelesen? Ja, weil die Kanalpunkte halt irgendwie nicht funktionieren.